Hallo liebe Freunde von Kalea Bierkalender, wie versprochen Türchen Nummer 5 heute mit dem Krampus. Nein, hoffentlich seht ihr es, kein Krampus da, aber ich bin wieder da und wir machen das Türchen Nummer 5 auf. Es ist da, schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Ich finde ein Bier, Hubertusbräu Lager, Privatbrauerei. Hubertusbräu Lager Klassik. Was sagt uns denn die Etikette? Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen. Klassische 12,1 Grad Stammwürze. 5,2% Alkohol. Hubertusbräu in La Anatheia. Ja, sind wir mal gespannt, was das Bier verbirgt. Wird wahrscheinlich auch. Es ist ein Dreh und Trink, also, aber ich fahre mir jetzt nicht durch. Mache ich lieber gleich wieder so auf. Schenken wir es einmal ein. Jawohl. Schöner, dichter Schaum. Oben ist natürlich ein bisschen grobbohrig, weil das Glasl die Flasche wegen in die Höhe gehalten hat, dass ich viel Schaum kriege. Von der Farbe, wir sind ja heute wieder im einzigartigen Bierkeller. Ist ein bisschen schlecht zum Bestimmen, aber ich würde sagen, es ist ein Goldgelb. Ein bisschen dunkelgelb, kristallklar, glanzfein, wird wahrscheinlich wieder typisch österreichisches Märzen sein, also österreichisches Märzen, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Märzen. Ja, in der Nase typischer Geruch nach dem leichten Karamell vom Malz. Hopfen ist kaum was in der Nase, untergärig natürlich. Lagerbier, sehr zum Wohl, probieren wir es einmal. Ja, im Andruck schön cremig, dicht eigentlich, auch durch den Schaum. Rezent, ganz, ganz dezent prickelnd, gar nicht viel. Bitteres, im Andruck keine wahrnehmbar, auch vom Mundgefühl, dann in der Mitte ist kaum eine bittere. Im Abgang kommt es ganz, ganz leicht, die bittere. Eigentlich ein sehr gutes Bier, muss ich sagen. Probieren wir es nochmal. Ja, wenn man dann in den gesamten Mund was nimmt, kommt die bittere früher beim zweiten Mal dringen. Jetzt ist es dann auch schon deutlich erkennbar und auch anhaltend. Und im Abgang ist dann auch merklich die bittere da. Das war nur der erste Schluck, wo ich kaum eine bittere gespürt habe. Aber jetzt kommt es dann. Ein gutes Bier aus dem Hubertusbräu in La Anatheia. Das war es einmal von heute. Eins garantiere ich mit Sicherheit: morgen kommt der Nikolaus. Und morgen wird auch der Nikolaus das Türchen Nummer 6 öffnen. Und bis dahin, nicht vergessen, darauf ein Bier. Zum Wohl!